Okay, let's go. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Auswanderer. Hi. Moin. Udo. Ja. Ist aber schick geworden hier. Ja. Aber groß. Alter, guck mal, das ist ja 3 Meter hoch. Oder 4? Das ist fast 3-mal so groß wie du. Ja, 4-mal so groß wie du. Nee, cool. Können wir endlich dieses komische Silagezeug machen. Das ist kein komisches, das ist Futter, ja? Ja, ich weiß doch. Der Leo hat gesagt, der ist schon vorgefahren und hat die Sachen schon bestellt. So, ja. Also machen wir uns mal auf den Weg. So. Ich glaube, den grünen hier, den müssen wir mal eintauschen. Warum? End! Da liegt mitten auf dem Weg liegt der Kübel vom IT-Runner. So, dann machen wir heute nämlich mal ein bisschen Silage, dass wir mal vorbereitet sind, falls wir irgendwann mal Kühe kaufen. Das wäre doch ganz wichtig. Udo? Ja? Hast du getrunken? Nee, ich fahr die Reifen warm. Ey, wann haben die denn das Sägewerk hier hingezimmert? Oh, keine Ahnung. Hast du da letztes Mal verkauft? Jo. Ah. Interessant. Ey, unser Pickup steht nur noch hier. Da kannst du ja zurückfahren. Du musst ja sowieso erst am Ende aufsammeln. Ja. Leo ist ja schon los mit den Schneidwerken, Mähwerken. Ich hänge mir den Schwader dran und dann kannst du ja erstmal. Oh, Mist, Motor ausgegangen. Das ist schlecht. Du sollst sie nicht absaufen lassen. Zu spät. Oh. Ey, hier habe ich aber irgendwie gerade ein bisschen Probleme. Warte, schenk dir an. Oh, mach das. Oh, was? Gut. So. Alles richtig? Jo. Gut. Perfekt. Alter, wenn der nicht wieder irgendwie einen Unfall baut. Alter! Udo! Was machst denn du? Das war voll gekonnt. Leo! Jo, was los? Der macht unseren Pickup kaputt, ey. Der hat gerade den 360 gemacht, aber seitwärts. Nein. Oh, jetzt ist er weg. Na toll. Oh, sind wir denn hier? Schon wieder. Oh nee. Nee, das ist so rutschig hier. Quatsch. Er ist halt nur eine Dreckstraße. Vielleicht müssen wir da mal. Oh, pass auf. Ich wollte rückwärts fahren. Mm. Ja, wir müssen sowieso hier mal die Straße noch irgendwie anlegen. Mal noch ein bisschen Kies auf den Weg machen. Mhm.
glaube, ich kann aber auch noch ein bisschen warten. Kann ich eine hochfahren? Ja, kann ich machen. Warte, ich muss sowieso noch ein bisschen warten. Ich stell mal gerade den Schwarte hier an die Seite. Wir können ja dann mit dem Auto fahren. Nee. Warum? Nur wenn ich fahre. Ja. Ein Vertrauen zu dir. Ah, ich bin Profi da drin. Hast gesehen, wie ich gedriftet bin? Ja, habe ich gesehen, Udo, ey. Wie eine Maschine, ich sag's da. Als ob ich es gelernt hätte in der Schule. Komm, steig ein. Nee, bei dir fahre ich nicht mit. Gas. Ey, was? Ja, doch. Dachte, vielleicht lassen wir den Big Pack da, aber brauchen wir eigentlich nicht. Ich merke es. Ja, du hast den Allrad noch an. Ja. Genau. Nicht an, meinte ich. Mhm. Ja, ich mach das jetzt mal. Man tut. Denk dran, da vorne sind Bäume. Nein, echt? Und ein Berg, ein Hügel. Mhm. Späß. Aber auch zwei Augen, stell dir vor. Aber mit in der Kurve kann man schon mit 80, 100 rumfahren, ja? Ja, du schon. Man sieht ja dann, wo es hinführt. Und auf einer Geraden kannst du schon so maximal Power rauslassen. Mach ich doch, du Held. 120. Ach, seid langsam. Wir brauchen ein Tuning-Auto. Wir brauchen nicht ein Tuning-Auto. Wir sind Lambo haben wie mein Chef damals, oder was? Da reißt du dir ja nur den Unterboden weg. Nee, ist ein Lambo nicht, ein Porsche oder sowas. Was willst du mit dem Porsche, ey? Porsche ist doch geil. Der ist für die Straßen ja auch nicht gemacht. Och, höher legen, passt das. Ich leg dich auch gleich höher. So, spring raus. Danke. Bis gleich. Jo. So, ab geht die Luzi. Oh, ist sehr schnell. Sag mal, kannst du kein Seil hinten dranhängen und dann den Johnny, der auch ein bisschen schneller fährt? Nö, geht nicht. Tschüss. Wieder davon. Er hat doch gesagt 120. Ideallinie, dann passt die Sache. Oh, warte mal, auf unserem Feld ist schon was gewachsen. Auf unserem Feld ist schon was drauf. Gut. Wir müssen auch mal Ordnung machen. Ey. Wo sind der jetzt hin? Udo? Ja? Kannst du noch ein paar Bäume aufladen, solange ich dann schwade, oder? Oder willst du gleich hinterher fahren? Fahr direkt hinterher. Okay. So, klappen wir das Teil mal aus hier. Das geht nicht schneller. Aber viel gemäht hier schon. Jungens! Hey,
Sollen wir hier noch ein Feld irgendwo ran machen? Ich meine, wir haben ja einen Pflug. Ja. Haltet mal an. Bild machen. Hält uns hier von der Arbeit ab. Also hier wäre, glaube ich, eine ganz gute Fläche für noch ein Feld. Ja. Schick hier. Der fährt so langsam. Ist komisch. Hast du die Schläuche auch angemacht? Udo hat gesagt, er hat es gemacht. Der hat nur Zapfhähne. Oh. Da kommt ein Slalom. Schön. Schön durchfließen. Oh, Aktus ausgegangen. Ja, hier habe ich doch schon geschwartet. Nee, hä? Komisch. Ach, der macht ja noch mehr Gras jetzt. Jo, ganz schick hier. Erstmal schön Gras machen. Silage. Vielleicht sollte man auch ein Teil aufheben für Heu, ich weiß es nicht. Brauchen Kühe eigentlich auch Heu? Ja, für mich, Futter. Ja, weil dann sollte man vielleicht nicht alles als Silage machen. Wir sollten auch so langsam mal eine Werkstatt bauen. Damit wir dann die Pflegebereifung, eine Pflegebereifung draufpacken können. Jo, kannst du dir da mal einen Platz aussuchen und den vorbereiten dann? So schön mit Kies oder so? Ja, mache ich.
So langsam wird das Ganze hier. Ich denke, wir kriegen es heute fertig, dass wir hier alles fertig mähen, aufsammeln. Da kommt immer mehr Gras dazu, ey. Was macht denn der Leo da? Kommen gar nicht hinterher. Ist das schick. Tudi. Gut. Oh, jetzt steht da wieder ein Baum im Weg, ey. Die müssen auch mal alle noch weg. Ich geh mal Pause machen. Hallo? Jo, ich geh mal Pause machen. Können wir zusammen Pause machen, bitte? Jo. Ah, ich mach noch gerade einen Ladewagen hier voll. Da müssen wir auch mal noch mal ausbessern hier. Da haben wir ein ordentliches Loch drin. Jo. Also ich fahr noch gerade die Bahn hier. Sind die schon weg? Weg? Jo, ich bin am Lagerplatz. Na warte, ich bin jetzt voll, da komm ich rüber. Ja, nicht so ein guter Wendekreis, halt das Teil. Nee. Noch ein bisschen rein. Jetzt. Na, Leo ist ja schon ordentlich am Schaffen, ey. Schick.
Sieht gut aus. Das freut mich. Wir haben hier dann gleich noch eine Verbindungsstück, oder? Irgendwie dann. Ja, hier ist dann. Hier ist dann. Also das Häuschen kommt hier so eher an das Hofsilo ran. Oh ja. Dann kann man hier außen noch so gerade durchfahren. Ja, das muss nicht rückwärts rausfahren. Ja. Gut. Ja, Stulle. Danke. Oh, was zu trinken, kann er schon. Das ist ja auch Rockstar. Ja, ist auch drin in der Kühlbox hier. Oh, muss stimmt. Punched. Perfekt. Also dann, bis zur nächsten Folge. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Tschüss.